Ich war diese Woche wieder mit meinem Trödeltrupp unterwegs und wir haben in Buxtehude das Zimmer meiner Nichten renoviert. Es gab Höhen. Oh, Timo. Es gab Tiefen. Oh nein! Es wurde wieder alles komplett chaotisch. Aber die Reaktion ist unbezahlbar. Oh mein Gott! Ich habe die letzten 2 Wochen hier mit Anni verbracht und wir haben auf die Oma von Anni aufgepasst, auf den Hund aufgepasst und haben uns einfach schöne 2 Wochen gemacht. Dann kam Emma auf mich zu mit einer Kooperationsanfrage und ich dachte, das ist die Gelegenheit, um für meine Nichten ein komplettes Room Makeover zu machen. Denn sie schlafen schon seit langem auf Betten, die ja so ein bisschen in die Tage gekommen sind. Und ursprünglich dachte ich mir, gut, dann stelle ich denen 2 neue Betten rein. Dann ist die ganze Idee ein bisschen eskaliert und ich habe ein komplettes Zimmer geplant. Also, welche Möbel kommen rein? Welche Möbel kommen raus? Welche Wandfarbe machen die? All diese Fragen habe ich mir 1 Woche lang gestellt, habe alles bestellt und das ist jetzt dabei rausgekommen. Dieses Video ist nur möglich durch die Unterstützung unseres Kooperationspartners Emma. Bei Emma findest du alles rund ums Bett. Kissen, Decken und vor allem Matratzen. Die Emma One Federkernmatratze ist die beliebteste Matratze der Welt, behaupte ich jetzt mal. Aber später erzähle ich euch noch mehr dazu. Es ist natürlich schwierig, ihr Zimmer umzugestalten, während sie da sind. Also musste ich sie schon mal vorwarnen. Es ist natürlich auch nett, wenn wir da drin ein Vorher filmen, dass sie vielleicht Zeit haben, ihr Zimmer aufzuräumen. Hi! Na, ihr beiden? Also ich sag noch nicht, warum, aber euer Zimmer sollte morgen aufgeräumt sein. Ja? Mehr sag ich nicht. Ja. Alles klar. Bis morgen! Tschüss! Ey, der Gesichtsausdruck! Krass, ja? Okay. Ja. Phase 1 ist eingeleitet. An diesen Projekten liebe ich es am meisten, diese Vorfreude zu haben und sich zu fragen, wie werden wohl die Leute reagieren, wenn sie das Endergebnis sehen. Und am nächsten Tag bin ich dann mit Kartons nach Buxtehude gefahren. Hallo? Unser Zimmer wird neu gemacht. I don't know what you're talking about. Nein. Also, ich habe ein paar Umzugskartons mitgebracht. Bis morgen sollte euer ganzes Zimmer eingepackt sein. Danke. Danke. Was? Also, dass Layla auch gleich erkannt hat, dass ich ihr Zimmer neu mache, das passt so gut zu ihr. Aber sie liegt halt auch nicht falsch, ne? Wir reden doch die letzten Monate, seit ein paar Monaten. Ja, wir haben schon geplant, wie wir das schon die ganze Zeit gesagt. Und jetzt kommst du so um die Ecke. Neues Zimmer. Aber warte, kriegen wir neue Betten und so? Wie fühlt ihr euch? Gut. Sehr gut. Ja? Seid ihr aufgeregt? Ja, bisschen. Okay. Leute, ich habe gar nicht gesagt, dass es ein neues Zimmer gibt. Ja, ich will einfach nur, dass ihr richtig gut aufräumt. Und dann ging es auch schon los. Wir sind morgens angekommen und haben erstmal die Möbel rausgeräumt. Das Ganze würde ich natürlich nicht schaffen. Mit der reizenden Hilfe von Frau Angersin Feist. Steht zu Diensten. Couch? Ja. Erstmal warm machen. Erstmal warm machen. Aus dem Rücken hoch. Guck. Ui. Aus den Beinen, nicht aus. Nicht niemals aus dem Rücken. Niemals aus dem Rücken. Timo, du machst den Rest, ne? Bis dann. Das wird richtig schwer. Das war mal meins. Oh, das habe ich mir gekauft, als ich nach Berlin gekommen bin. Gut, wir tun jetzt einfach mal bis zur Tür, so als ob wir das machen. Und danach trägt's Timo, okay? Mit mir. Ja. Geschafft, der Raum ist leer und er ist so riesig, wenn er leer ist. Kennt ihr das, wenn man umzieht und dann erstmal merkt, so viel Platz habe ich? Die Schränke sind das Einzige, was bleibt. Das sind ganz super tolle Kleiderschränke und da haben wir nicht gesehen, warum wir sie ändern müssten. Ich habe einen Plan gemacht, wie das Zimmer jetzt so alles, wo alles so stehen soll. Aber bevor wir diesen Plan umsetzen können und alle Möbel aufbauen, müssen wir erstmal streichen. Aber dieses Projekt wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne meinen Kooperationspartner Emma. Timo und ich schlafen schon seit langem mit Emma-Produkten und sind super zufrieden. Und meine Nichten machen gerade ihren Abschluss. Also brauchen sie viel Ruhe und Entspannung. Und dafür gönnen wir denen ein paar Emma-Produkte. Und übrigens, ihr habt auch was davon. Denn mit meinem Code Malwanne könnt ihr 5% on top auch schon auf die bestehenden Rabatte noch zusätzlich sparen. Gönnt euch guten Schlaf.
gerade gehört, dass die Möbel angekommen sind und meine Schwester stöhnt da unten schon ein bisschen, weil es ein bisschen viel geworden ist, glaube ich. Vanessa hat sie gesagt, das ist das Schlimmste, was sie zu mir sagen kann. Vanessa heißt übersetzt... Kurwa, die Wurst ist lecker. Kurwa. YouTube, ich bin Tine Wittler, das ist für RTL. Ja, Anni, sag doch mal was Witziges. Jetzt gibt's ein kleines Tutorial, wie ihr eure Klamotten beim Malen nicht dreckig macht. Und zwar nehmt ihr eure Klamotte, dreht sie einmal um und zieht sie wieder an. Und so macht ihr nur die Rückseite dreckig. Ach so, und das machen wir auch natürlich mit der Hose. Aber ganz ehrlich, ich habe das auf der Fashion Week gesehen. Let's go, malen. In 3, 2, 1. Auf drei Beinen. Der erste Strich, Leute. Damit. Der Anfang etwas ganz Großem. An dieser Stelle vielen Dank an meine Schwester, dass sie uns geholfen hat. Ich glaube, ohne sie wäre das alles ein bisschen langsamer gelaufen. Ich hatte ursprünglich nur vor, die beiden bunten Wände weiß zu streichen, aber mein Schwager und Maler Ahmed wusste natürlich, dass die anderen Wände halt auch nachgestrichen werden müssen, weil wenn die anderen so clean aussehen und dann da irgendwie noch so Flecken oder so drauf sind, gut, das hat dann wirklich alles ein bisschen länger gedauert als geplant. Aber das ganze Projekt hat auch alles länger gedauert als geplant. Und dann musste man natürlich nur eine zweite Schicht drauf machen und als die dann getrocknet ist, konnten wir die Möbel an ihre Position stellen und mit dem Aufbau anfangen. Oh meine Güte. Ja, aber das schaffen wir doch heute noch fertig, oder? Alles? Ja, oder? Yeah, that's not how it works. No. Like, I mean, cute, but I mean, ultimately, that's not how anything works. Ich glaube, nach diesen Tagen können wir alle keine Schubladen mehr sehen, weil wir so viele Schubladen aufgebaut haben. Zwischendurch ist auch mal so ein kleiner Wettkampf entstanden. Also, wer kann ein Möbelstück schneller aufbauen? Es hat ein bisschen Druck ausgelöst, aber uns auch alle vorangetrieben. Ach komm, jetzt hört mal auf mit eurer Arroganz. Ich spüre das bis hierhin. Und jetzt, was müssen wir jetzt machen? Okay. Ihr seid einmal schlauer als Vanessa. Warte. Wir machen jetzt den Ton an Amir. Hä? Müssen wir den eh laden? Hallo? Hallo? Ist nicht mal echt. Das ist echt. Hallo? Hallo? An Tag 1 haben wir schon mal die Gardinen gebohrt. Zum einen, damit wir die Schreibtische schon hinstellen können und das alles final ist. Zum anderen, damit wir an Tag 2 so um 14 Uhr fertig werden. Spoiler, wir wurden nicht um 14 Uhr fertig. Gardinen sind angebracht. Wir mussten jetzt schon mal die Gardinen anbringen, weil der Schreibtisch kommt. Und es kommt hier ein ganz langer Schreibtisch hin, weil sie sich natürlich schminken müssen, die Schularbeiten machen müssen. Und dafür braucht man Platz. Vorher hatten sie ja diese kleinen Schreibtische. Und das konnte man sich ja nicht anschauen. Und jetzt... Unser ursprünglicher Plan war es, von 8 bis 18 Uhr dort zu sein. Ein guter Arbeitstag. Tipptopp. Aber es ist 9.30 Uhr geworden und wir waren ziemlich fertig. Also. Die brauchten vielleicht nur das Bett gestellt haben. Alle hier am Machen. Also eigentlich wollten wir morgen die Betten aufbauen, aber jetzt haben wir uns entschieden, das heute zu machen, damit wir schon mal gucken können, wie die Möbel stehen. Weil wir uns ein bisschen verkalkuliert haben. Beziehungsweise, ja, ist alles noch nicht ganz perfekt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten so Stimmungshöhen und Tiefen und da war die Stimmung wirklich am Tiefpunkt. Wir haben nicht das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir wollten eigentlich alle Möbel fertig haben. Aber gut, so ist das halt. Heute ist Tag 2 und wir müssen uns richtig ranhalten, denn heute ist auch der große Reveal für meine Nichten. Und ich bin so gespannt, was sie denken. Wir machen heute ein bisschen Deko, ein bisschen aufbauen. Also ja, ne, wir machen dann mal. An Tag 2 haben wir erstmal das zweite Bett aufgebaut. Und dann ging die Diskussion los, wie wir die Betten denn hinstellen. Wie das mit Plänen ja nun mal so ist, man macht sich ein und am Ende kommt alles nicht so hin, wie man sich das überlegt hat. Wir wollten die Betten so hinstellen, dass sie zueinander schauen, aber dann hätten sie nur noch so einen ganz dünnen Weg gehabt, um da durchzukommen. Das hat wirklich nicht so gut funktioniert. Dann haben wir ein Bett an die Wand gestellt, das andere in den Raum, aber das hat die Symmetrie kaputt gemacht, die wir durch die Schreibtische schon erreicht haben. Und das wollten wir eigentlich weiter so durchziehen. Aber mein Neffe Salia kam wirklich auf die beste Idee, und zwar, dass wir die Kommoden in die Mitte stellen. Was erstmal komisch wirkte, weil das wie so eine Wand war, die ziemlich massiv wirkte. Ja, man sieht im Zeitraffer, dass wir die Kommoden in die Mitte gestellt haben und wir haben den Kleiderschrank nochmal umgestellt. Und jetzt ist dieses Zimmer wirklich
symmetrisch AF. Wir konnten uns aber am Ende alle darauf einigen, dass wir das so machen. Nur haben wir jetzt die Rückseite von den Kommoden so offen im Raum stehen gehabt. Und da hatte ich mal wieder eine tolle Idee. Und zwar kann man so Pinnwandkork als Platten kaufen und die legen wir einfach auf die Rückseite. Und so haben die Mädels auf jeder Seite noch eine Pinnwand. Nachdem wir aber alle Möbel so hingestellt haben, dass alle, auch wirklich jeder in diesem Haus damit zufrieden ist, konnten wir endlich bohren. Also ich kann euch auch wirklich sagen, Bohren ist gar nicht so kompliziert, wie ich immer dachte. Ich habe irgendwie Angst davor gehabt, weil Bohrmaschinen so laut sind und das so eine aggressive Tätigkeit ist, dass ich das immer auf meinen Vater geschoben habe, auf irgendwelche Handwerker. Aber an sich ist es ein Loch in die Wand machen und das kriegt man dann doch schon hin. Nur das Ausmessen. Das Ausmessen ist so nervig. Und dann haben wir gebohrt, gebohrt, gebohrt. Noch eine Lampe angebohrt, noch Regale angebohrt. Das ist ein Regal. Und noch mehr gebohrt, gebohrt, gebohrt. Und dann wollten wir einen Spiegel anbohren. Das hat aber nicht geklappt, weil wir zum Glück so ein Messgerät hatten. Metall. Und dieses Messgerät hat immer rot angezeigt. Das heißt, da war Strom, Metall, alles hinter der Wand. Und das riskieren wir natürlich nicht. Nani? Leute, es ist ganz wichtig, dass ihr kein Teppichmesser nimmt, sondern das Messer, was von Emma mit beigefügt wird. Denn das ist viel sicherer und Timo hat einen ganz kleinen Schnitt reingemacht. Zum Glück war es aber nicht die Liegefläche und der Schnitt ging nur in den ersten Stoff rein. Schock unseres Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie statte ich mein Bett mit Emma-Produkten aus. Bye, bitch. Zuerst braucht ihr ein Bett und vielleicht die coolste Bettlampe aller Zeiten. Dann braucht ihr eine Matratze von Emma. Oh, da hört man schon. Sie füllt sich mit Luft. Boah, guck mal, wie riesig das geworden ist. Das heißt für mich wirklich, wir sind fast fertig. Aber denkt dran, bevor ihr euch jetzt da drauflegen wollt, muss sie noch auslüften. Uns wurden jetzt zwei Emma One Federkernmatratzen zur Verfügung gestellt, zwei Sommerdecken und meine geliebten Flauschekisten. Und falls ihr es noch nicht wusstet, man kann 100 Nächte Probe schlafen und der Matratzenkern hat 10 Jahre Garantie. Und nee, jetzt mal im Ernst, vielen Dank, Emma, dass ihr mir solche Projekte hier ermöglicht und das ist einfach ein Herzensprojekt, also danke. Und übrigens könnt ihr im Frühlingssale jetzt noch mit meinem Rabattcode Malwanne 5% on top sparen. Und keine Sorge, falls ihr jetzt den Frühlingssale verpasst habt, der übrigens bis zum 15.06. geht. Mein Code ist ein halbes Jahr gültig. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Anni hat zum Glück alles aufgeräumt, so dass wir dann die Korkwand basteln konnten. Wir kleben unsere Pinnwand-Korkplatte jetzt an unseren Schrank. Und das ist hier ein kleines DIY. Und dann einfach rauf da, gell? Und falls ihr mal dieses kleine Kommoden-Pinnwand-DIY selber zu Hause machen wollt, kauft euch Kork, schneidet es zu, klebt es hinten dran oder hämmert es ran, ist uns dann auch später aufgefallen. Und fertig, ihr habt eine tolle Pinnwand hinter eurer Kommode. Und jetzt kommt endlich der beste Moment, das Dekorieren. Hallo und willkommen zu meinem kleinen Unboxing. Ich habe Schreibtischlampen gekauft und diese Schreibtischlampen sind einfach so cool, weil sie so gut zu mir passen. Und das ist so mein kleines Ding, was ich hier reinpacke von mir. Oh, Timo, Mini. Guck mal, die Influencer-Lampe. Oh mein Gott, das ist meine absolute Traumlampe. Wow. Ich habe ein bisschen Deko gekauft. Für Layla natürlich pink und für Soraya grün. Ganz wichtig, oh, die sind so süß. So kleine Kisten für den Schreibtisch, dass sie da so vielleicht so ein paar Kuschsachen reinmachen können. Weißt du? Kann man sich das so auf den Tisch stellen. Und damit diese Kisten am Anfang nicht leer sind, haben wir den kleinen Goodies reingemacht. Für Layla natürlich rosa, für Soraya grün. An dieser Stelle, Layla liebt rosa jetzt nicht so sehr. Oh, Mist. Hier. So. Teile ich das für später, damit das alles hier noch cozier aussieht. Aber was haben wir denn noch? Eine grüne Kerze und eine rosa. Für so einfach, für irgendwelche schnellen Stifte oder so. Auf dem Schreibtisch. Und unsere Vasen. Und damit läuten wir jetzt die Deko auf dem Regal ein. Und eins
ist jetzt wirklich passiert. Es kamen zwei Möbelstücke nicht an. Regale, die eigentlich hier stehen sollten, wo dann so Ordner und große Sachen reinkommen können. Ja, die sind jetzt nicht gekommen. Die kommen, glaube ich, morgen oder so. Aber dann ist es jetzt halt so. Also manchmal gehen halt Pläne einfach nicht auf. Ich bin ein bisschen sad. Aber ja, gut. Ich meine, die haben jetzt erstmal genug Stauraum. Es war auch noch sehr süß, weil der kleinste Sohn von meiner Schwester hat dann immer von dem Zeug, was die Mädels aus dem Zimmer rausgeholt haben, irgendwelche Bilderrahmen gefunden, irgendwelche Steine, irgendwelche Vasen und hat dann immer gefragt so, oh, das passt doch auch super hier rein. Und das Beste daran ist, die Reaktion zu sehen. Und die bekommt ihr jetzt. Also Augen zulassen, ne? Ja, wir kennen ja auch nicht. Ihr müsst die Augen wirklich zulassen. Okay, scheiße, okay, okay, okay. Bin ich Ende der Treppe? Ja. Better, Leute. Ihr seid im Raum. Augen noch zulassen. Die eine kommt auf die Seite. Leute, better nicht. Die andere kommt auf die Seite. Okay, bitte. Auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott! Deine Seite ist das hier, Soraya. Deine Seite ist das hier. Was? Oh mein Gott, diese... Ey, wir haben diese... Ja, guck da ein bisschen rum. Also ihr seht, dass es sehr gespiegelt jetzt. Also... Ey, das ist krass. Ja, guck mal ein bisschen rum. Guck ey, ich bin geschockt. Worauf ich ganz doll stolz bin, ist diese Lampe hier. Oha! Mit Touch. Geil, Armlampe. Oh, der Spiegel. Der ist geil, endlich haben wir einen Spiegel, weil wir waren immer so, ja, wo sollen wir uns angucken, wo sollen wir sehen, wo unser Outfit ja, ist? Ja, voll! Ey, so in der Form rausgehen. Das ist so schön. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, und hier so ein Spiegel. Schlafen. Leila, guck, das ist dann unser kleiner Spiegel und hier so. Handy, ey, das Licht, hast du das gecheckt? Da kann man Handy reinmachen und TikTok machen. Ist das Glas? Geil. Hä, aber so, was habt ihr bitte aus diesem Zimmer gemacht? Ja, Schmink und Schreibtisch. Also ich bin geschockt, was ihr aus diesem Zimmer gemacht habt. Ich habe gehört, ihr mögt keine Gardinen, aber im Sommer wird es immer so warm. Und das sind so Gardinen, die halten die Temperatur ein bisschen nach draußen. Oh, korrekt. Und dann könnt ihr sie ganz einfach... Oh mein Gott, man kann das keine Ahnung, wie lange... Ich auch nicht. Ey, guck mal, Irisa sogar. Ich bin geschockt. Wirklich. Das ist echt schön. I'm shocked. Und jetzt sagen wir alle, danke Emma! Danke Emma, ihr seid die Besten. Leg dich rein. Oh mein Gott. Ich finde, wir haben einen richtig guten Job gemacht. Und falls du da draußen ein Baumarkt bist, ein Einrichtungshaus oder irgendwas, womit man solche Projekte umsetzen kann, schreibt uns. Wir haben da Bock drauf. Ich will das noch mehr machen. Das macht einfach tierisch Spaß. Ich habe auf Tränen gehofft und ich habe sie bekommen. Sie haben zwar nicht losgeweint, was ein bisschen schade ist, weil sie weinen eigentlich wegen allem. Aber in der ersten Minute habe ich die Tränen in den Augen gesehen, wie sie sich aufgebaut haben. Die beiden haben das voll verdient. Das sind so nette zwei Mädels. Und hier einmal liebe Grüße an Leila und Soraya. Ich hoffe, euch gefällt das Zimmer. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Hoffentlich mit einem genauso fantastischen Video. Und bis dann. Tschüss. Eure Tine Wittler.